Und damit recht herzlich willkommen auf meinem Rösti-Kanal, die Freunde nach. Das ist über der Zeit für ein bisschen Indie-Horror. Heute spielen wir zusammen Panic Room. Keine Ahnung, was es erwartet. Darum spielen wir mal hier das Tutorial. Tutorial? Geht nicht. Start. Normal oder hart? Blöde Frage, oder? Normal. Mal schauen, was uns erwartet. Ich habe jetzt schon Panik. VBN? What? What the hell? Da klicke ich und dann geht die Tür zu. Ist ja wunderbar, ne? Was ist denn das? What? Der Sound, Leute. Maus sensibel, sehr sensibel. Einmal angeklickt oder einmal drauf gedrückt. Alright. Mit rechts kann ich zoomen. No, this elevator for fright only. Für was soll ich zoomen? What the hell? Für was zoomen? Wo sind wir hier überhaupt? Ich habe keinen Plan. Ich würde sagen, wir gehen raus. Oh Jesus, wir gehen mal links rum. Da geht's in den Keller. Geh erstmal in den Keller, oder? What? Ist ja jetzt versperrt? What? What the hell? Wieso bin ich da runtergegangen? Oh Jesus. Gibt's hier irgendwas zum Öffnen? Oh Gott. Wo sind wir hier? Lass mal ein bisschen umgucken. Restricted area, outdoor person only. What? Giftmüll? What? Was liegt denn hier eigentlich immer rum? Nur Schlunz? Aber ich glaube, hier kommen wir nicht durch, oder? Nichts drin! Was ist das für Schränke? Ich glaube, ich setze wieder raus. N. N minus 3, minus 8, minus 10. What? B. V. Ah.
geh mal hier rein. Was ist das für ein Spiel, Leute? Ich hab keinen blassen Schimmer. Liegt hier nichts rum? Aber man kann zoomen, wunderbar. Ich geh mal hier rein. Machen die Tür auf und sehen nichts. Da liegt doch was. Die Schilder muss man aufsammeln. Dann hätten wir drüben ja im Prinzip das eine Schild aufsammeln müssen. Richtig? Und jetzt haben wir ja unten in unserer Anzeige 1. Für was man hier zoomen soll, frage ich mich auch. Das heißt, ich muss nochmal rein und mir das eine Schild hier holen. Ja, und dann nichts wie raus. Und jetzt gehen wir hier lang. What? Was ist denn hier passiert, Leute? Das Spiel ist sowas von disturbing! Und ich habe keine Ahnung, wo ich mich befinde, was ich hier tue. Aber wir haben immerhin schon zwei solche Biohazard-Schilder. Für was soll ich hier zoomen? Moment. EX. Muss ich da die Schilder hinlegen? Einfach nur. Wieso kann ich nicht aufs Klo? What? Alter, ich bin nicht aufs Klo. Also ein Sack. What? Ah, da hinten ist ein Schild. Wow, nice. Wir haben 3 Schilder. Springen kann ich. Das ist ein abgefahrenes Spiel. Total am Ende hier. Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich meine, schlecht ist nicht, ne? What? Was ist das? Medikamente? Überall dieses Blut. Was ist hier passiert? Ich gehe mal hier weiter. Crazy. What a crazy game. Und hier geht schon wieder in den Keller.
kommen immer tiefer in die Kacke, ich sag's euch. Nice! Jetzt haben wir schon 4. What the hell? Eins. Was war denn jetzt? Moment, ich kann mich nur links drehen im Moment. 2. Das sind überall die Teile. Wir haben das, wir haben einen Schlüssel. What the hell? Wir haben 2 Schlüssel. Ist es abgedreht, Spiel? We are dead. What? Wo ist meine Maus? Leute, meine Maus ist weg. Meine Maus ist nicht mehr da. Moment, ich muss mal kurz. Jetzt ist meine Maus wieder da. Restart. Ich probiere nochmal. What? Er lässt mich gar nicht restarten. What the hell? Was passiert, wenn ich auf Exit drücke? Shit. Ich wollte doch ins Menü. Moment, ich starte es nochmal. Kack, die wandern. Jetzt habe ich gedacht, wir können hier nochmal... Ich kann es nochmal probieren. Scheiße, die wandern. Moment, ich muss mal kurz das hier wegmachen. Und dann lieber mal so, ne? Damit ihr seht, was ich mache. Weil hier tut es gerade konfigurieren. Ich glaube, es dauert mal wieder irgendwie ein bisschen länger. Play. What the hell? Scheiße, Alter. So, jetzt kann ich nämlich hier draufklicken, das wieder wegmachen. Hier die Fensteraufnahme. Okidoki. Das kann ich wieder so machen. Ja, vorhin Nacht. Options, ich gehe mal in die Options. Nee, schade. Ich habe gedacht, man kann hier vielleicht die Maussteuerung ändern. Nice. Cooles Spielchen. Finde ich. Das war auf jeden Fall mal jetzt der Panic Room. Der Panic Room. Ich hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß. Falls ich es nochmal spielen soll, in euren Augen, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann spiele ich es natürlich gern noch einmal. Ansonsten dürft ihr euch das auch gerne selber runterladen, wie immer alles in der Videobeschreibung, der Download-Link. Aber ich glaube, ich habe es entweder bei Gameworld oder bei Itch, weil woanders lade ich keine Spiele, sonst eigentlich runter. Groß. Das sind so meine Hauptseiten, wo ich mich auch befinde und mich rumlümmle, ne? Da bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Wie gesagt, soll ich es weiterspielen? Nochmal probieren, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten war's das. Ich würde mich freuen, wenn ich was von euch lesen würde. Und natürlich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Ansonsten habt ihr ein Like für mich übrig. Als Herr damit freue ich mich natürlich auch riesig darüber. Oder ein Abo könnt ihr auch abschließen, wenn ihr noch keins habt. Kostet ja nichts. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich sage nur einfach zu euch. Genießt das Leben, enjoy your life, habt Spaß miteinander, verhaut sie nicht. Und ich sag tschö, bitte. Und wir gehen genau zu ihr lustiger Rentner. That was the Panic Room. Thank you, goodbye. Enjoy your life. I see you next on my channel. I hope so. Goodbye.